Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Es gibt eine weitere Folge Cinematic Food Guide mit Deliziös und dem dicken Papa. Heute sind wir an einer herrlichen Destination. Es ist Düsseldorf. Düsseldorf verbindet mich mit dem Geburtsort meiner Mutter. Mein Opa ist hier geboren und ich habe ein paar Jahre hier gearbeitet. Aber was mich hierher gezogen hat, ist Little Tokyo mitten in Düsseldorf. Düsseldorf hat die größte japanische Community außerhalb von Japan. Und als kleinen Teaser vorab, da oben gehen wir auch noch essen nachher. Also dranbleiben, zuschauen und jetzt schon abonnieren. Wir reden über Düsseldorf, wir reden über Japan und dann reden wir auch über die Immermannstraße. Das ist nämlich diese hier. Neben den ganzen japanischen Geschäften, die es hier gibt, gibt es natürlich auch verschiedene Supermärkte. Unter anderem Choshiku. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber der ist auf jeden Fall sehr breit sortiert. Und das Beste, was es hier gibt, es gibt Bento-Boxen to go. Und so starte ich meinen Tag heute. Wow. Und jetzt schon, wenn du hier vorne reinkommst, da findest du vom Sushi über eingelegtes Gemüse, Fisch zum Kochen, natürlich auch fertige Bento-Boxen. Hier gibt es was, was es bei mir in Frankfurt zu Hause tatsächlich kaum gibt. Es gibt Onigiris und die sind ziemlich geil. Die kannst du dir auch einfach mal für mittags in die Hosentasche stecken und dann gehen die auf To-Go. Neben den Onigiris gibt es natürlich auch hier so ein halbes belegtes Brötchen mit einer Veggie-Frikadelle. Auf gar keinen Fall. Okay, let's do it again. This is veggie. I don't like the veggie stuff, man. Was krass ist, hier gibt es ein Yakisoba-Pan. Das ist tatsächlich mit gebratenen Nudeln drin. Brötchen mit gebratenen Nudeln, das habe ich noch nie probiert. Carbs on carbs, why not? Und neben den kleinen Leckereien in der Hand habe ich natürlich auch schon meine Favorite Box gefunden. Mit Hähnchenschnitzel, mit einem Chicken Katsu oben drauf, bisschen was mariniertes Gemüse und so ein geiler Reis. Dazu gibt es eine süß-saure Soße mit ein bisschen Chili drin. Genau mein Ding. Und das ist mein perfekter Start in den Tag. So, jetzt kann ich es auch kaum erwarten. Super liebe Leute hier, macht super viel Spaß. Wir tocken uns vor die Tür und dann Frühstück. Schön ist, hier draußen gibt es direkt ein Bänkchen vom Supermarkt. Ne? Da kannst du dich hinhocken und dir dein Frühstück genehmigen. So sieht es hier drin aus. Da sind tatsächlich gebratene Nudeln drin. Es ist so ein bisschen Gemüse dabei. Und das hier könnte Rettich sein, oder? Ja, das ist Rettich. Oha. Das ist Ingwer. Wenn ihr wisst, wo mir dieser Ingwer gerade hängt. Kein Witz, Alter. Der ist scharf. So geht's. Ja, geil. Das sind gebratene Nudeln in einem Softbrötchen. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn man das in den Kontaktgrill packt, ne? Das ist dann so zusammengedrückt, so richtig schön knusprig, mit warmen Nudeln noch ein bisschen geiler wäre. Aber hey, das ist vollkommen in Ordnung. Alter, diese Ingwer. Vielleicht seid ihr jetzt Zeuge einer Premiere. Und zwar habe ich es noch nie geschafft, einen Onigiri so auszupacken, dass es mir nicht kaputt reißt. Es gibt hier hinten drauf eine Anleitung. Das Problem ist, auf dieser Anleitung klebt immer dieses Kassending drauf. Ja? Und zwar soll man hier als erstes das hier runterziehen. Das ist mir jetzt ganz gut gelungen. Hier steht eine 2, dann soll man das hier quasi nach rechts wegziehen. Aber vorsichtig kann ich auch nicht so gut, ne? Ich sag's euch, gleich passiert's wieder. Boah, das war krass. Das habe ich noch nie hinbekommen. Vielleicht hätte ich früher schon mal drauf gucken sollen, was 1, 2, 3 heißt. Und hier ist jetzt das dritte. Wow. Und das Ding ist dafür da, das ist nämlich total intelligent gemacht, dass dieses Nori-Blatt hier außenrum, dass das knusprig bleibt. Ich hoffe, ihr habt's gehört. Im ersten bisschen knackt's und es wird herrlich und es ist toller Sushi-Reis. Riecht total geil. Der erste Biss ist immer der beste, ne? Da geht oben die erste Ecke ab. Ich liebe die Dinger. Gekochter Thunfisch, Mayo, Sushi-Reis, Nori-Blatt. Und es ist einfach geil. Wie packt man ein Onigiri richtig aus? Man nimmt zuerst den ersten Punkt, zieht die Lasche einmal rum. Dann nimmt man die Seite, wo die 2 steht und zieht vorsichtig an der zweiten Seite, auch nochmal an der dritten Seite. Und dann hast du ein wunderschönes Onigiri. Japanische Mayo, geiler Lachs, boah, ist genau mein Ding. Um das aber aufs nächste Level zu bringen, habe ich mir ein Tütchen Sojasauce mitgenommen. Und wenn du dann hergehst, ne, und machst dir noch mal so ein paar Tropfen Sojasauce drauf. Und dann wird es der Perfect Bite. Mm. Wir haben ja noch so eine schöne Bento-Box hier. Neben dem, dass es natürlich wahrscheinlich sehr gut schmeckt, sieht es auch einfach schön aus. Ne? So eine Bento-Box, immer geil. Ich fange mal mit dem Reis hier an, weil der hat eine brutal geile Konsistenz. Ganze Körner drin, Sesam oben drauf, der hat eine coole Farbe. Ich bin ganz gespannt. Schmeckt wie ein Vollkorn von der Konsistenz und von der Haptik her. Sehr geil. Ein Filetstückchen aus der Mitte. Geschmacksbild, kaltes Schnitzel, aber nicht trocken, sondern super saftig. Ich habe was entdeckt. Noch Bohnen mit, wir werden es rausfinden. Krass, das sind getrocknete Tomaten. Ey, übrigens jetzt schon Daumen nach oben für meine Stäbchen-Skills hier bitte. Ja? Wer kann das von euch nachmachen? Oh, was haben wir denn hier? Es ist ein Gyoza. Na, geil. Ich werde jetzt noch ein bisschen was von meiner Box essen und dann kriegt das Team noch was ab und dann geht's zum nächsten Spot. Eins meiner persönlichen Highlights. Wenn
Wenn du die vermeintlich besten Ramen in Düsseldorf essen willst, kommst du natürlich am Takumi nicht vorbei. Was auch dazu gehört, wenn du hier essen willst, ist, dass die Bude ab Eröffnung grundsätzlich ausgebucht und voll ist. Deshalb hier draußen eine Schlange von bis zu 30, 40 Leuten und du kriegst die Speisekarte schon in die Hand. Das heißt, du brauchst drin nicht mehr lange rumbelegen, sondern kannst gleich sagen, was du haben willst. Ich bin ganz gespannt, ich habe mir schon was ausgesucht und es kann sich schon um Stunden handeln. Die Oma von meinem Kumpel sagt immer, und für die, die kein Fleisch essen, dann machen wir Hähnchen. Also arbeitest du gerade? Das ist Arbeit, ja. Hey, das ist ja nice. Zwei raus, einer kann rein. Ja, zwei raus, einer rein, sehr gut. Hat's geschmeckt? Da freue ich mich. Wie sind Sie denn aufmerksam geworden eigentlich? Durch die Schlange, weil viele Leute sind. Ja, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin, gell? Ja, ja. Das ist mies, ja. Wo darf ich denn hin? Ja. Hallo, wo ist Kariato? Hinten? So, wir haben es nach drinnen geschafft, nach 45 Minuten Wartezeit. Ja? Schau mal hier, Yaki Gyoza hat den Weg an unseren Tisch gefunden. Gyoza sind es, wenn sie nicht gebraten sind. Yaki Gyoza heißt dann gebraten. Und was du auf jeden Fall willst, ist natürlich hier unten dieser schöne angebratene, ja, Bohnen. Schmeckt wie eine geile gebratene Nudel, einfach Bombe. Immer erstmal so probieren. Innen drin, fluffig, weich, sehr gut gewürzt. Fleisch, Gemüsefüllung, tipptopp, die Soße dazu. Einfach stark. So ein Teigbällchen, super heiß. Ein Stück Oktopus in der Mitte. Sehr lecker. Und in der Verbindung mit der Soße ist diese japanische Mayo, die ist so super rich, ne? Boah, stark. Ja, Chicken Karagi, die Schüssel hier. Das ist eine ordentliche Portion, ne? So für zwischendrin. 5-6 Stück von dem Hähnchen oben drauf, richtig fett. Reis unten drin, Kimchi, Mayo, Lauch, alles mit dabei. Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber 6 Euro, 5,80 Euro oder so, ne? Das ist vollkommen fair, wenn ihr mich fragt. Brutal gut. Da sind die Ramen. Alles drin, was muss. Zuckerschote, Bambus, Kombu, Nori, wachsweiches Ei. Aber das Wichtigste ist die Brühe. Und die unterscheidet es natürlich, ne? Jetzt bin ich echt gespannt. Wow. Wow. Die Brühe ist richtig krass. Ich verstehe, warum Menschen hier Schlange stehen. Ich packe mir hier drüben so ein bisschen den Mais und werfe das Stück Butter mit in die Brühe. Und dann kannst du immer um dieses Stück Butter hier, siehst du, da hast du so Butterflöckchen auf deinem Löffel. Und das macht den absoluten Unterschied. Ne? Das ändert den Geschmack um 100%, aber es wird noch viel geiler, als es eh schon ist. Der sieht auf jeden Fall sehr gut gegart aus. Der wird seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Brühe so kräftig ist. Und für mich ist das auf jeden Fall One Bite. Einfach stark. Da freue ich mich richtig drauf. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Die Königsklasse. Ist auf jeden Fall ein anderes Level. Ich verstehe, warum das Restaurant so erfolgreich ist. Einen geilen Biss. Die schmecken halt nach dem, in was sie liegen. Und dieser hausgemachte Charakter, ne? Allein schon, wie sie aussehen, wie sie leuchten, wie sie riechen. Wahrscheinlich die perfekte Ramen-Nudel. Viele kennen Takumi, auch wenn er von außerhalb kommt. In jedem Reiseführer wird es auftauchen. Von mir hier heute besucht und für absolut Spitzenklasse befunden. Ihr wisst, Ich teste nicht. Ich sage euch immer nur, wo es geil ist. Aber das hier ist wirklich außergewöhnlich. Das kriegt auf jeden Fall das Prädikat wertvoll. Ihr müsst ein bisschen anstehen. Es lohnt sich aber unbedingt. Geht hier hin und esst Ramen. Während ich hier meine Nudeln weglöffel, könnt ihr ja auf jeden Fall schon mal ein Abo dalassen. Kostet nichts. Für uns bedeutet es die Welt. Hier unten in der Abo-Box könnt ihr das machen. Glocke aktiv, dann verpasst ihr auch keine der Foodtouren, die noch kommen werden. Immer am 1. des Monats gibt es ein neues Video, wo wir durch Deutschland, Europa reisen und schöne Dinge futtern. Gehen wir jetzt noch in die Altstadt. Dort besuchen wir eine Hausbrauerei. Und was es da gibt, seht ihr jetzt. Die Düsseldorfer Altstadt, die längste Theke der Welt, Bolkerstraße, hier hinter mir zu finden. Was gibt's in der Altstadt in Düsseldorf? Natürlich Altbier. Deswegen ja Altstadt, oder? Na, vielleicht, keine Ahnung. Was es hier auf jeden Fall gibt, ist gutes Essen. Unter anderem auch in der Hausbrauerei zum Schlüssel. Mein persönlicher Favorite hier. Let's go. Ah, Hausbrauerei zum Schlüssel, Kupferkessel, Altbier, rustikales Ambiente. So dann, das was wir brauchen ist ein Kürbis, so heißen die Männer in Blau hier nämlich. Hey, da ist er einer. Servus, grüß dich. Hallo. Hör mal, da mein Team ja auch Hunger hat, dafür kann man extra hierher kommen, ist natürlich die Brauhausplatte was Feines. Für den kleinen Hunger. Ja, so ist das, so ist das. So ist das, ja. Loses Mundwerk haben die alle und das ist auch so gewollt und das gehört hierher und das ist geil. So, wie läuft das denn bei euch in der Regel? Ne? Ihr fragt nicht, ihr stellt einfach hin, oder? Tja, Bier muss mal frisch und kalt sein. Ne? Ja, das stimmt. Wir unterstellen den Leuten mal, dass sie zum Bier trinken hinkommen. Ne? Wasser kannst du trinken.
Ich bin natürlich nicht ganz unvorbelastet hier. Ne? Ich habe hier tatsächlich mal gearbeitet als Küchenchef. Interimsmäßig, als das, die Küche führungslos war. Von daher tiefe Verbundenheit auch zum Haus, zur Familie Gatzweiler. Und deswegen natürlich auch meine Wahl hier, weil hier weiß ich, was du bekommst. Beim Düsseldorf-Besuch, ne, sollte unbedingt ein Besuch in der Hausbrauerei zum Schlüssel dabei sein. Lifehack, du hast hier auf dem Tisch immer ein Töpfchen mit Düsseldorfer ABB-Senf. Absolut Delikatesse. Zwiebelchen, ABB-Senf und dann... So, unser Schlachtschiff. Ja, das Schlachtschiff. Das hast du mal schön gesagt. Also das ist aus allen Ecken, sieht es geil aus, ne? Ja, Leute, mit was fangen wir denn an? Puh. Das sind Mettwürstchen. Stark. Keine große kulinarische Leistung, eine Wurst zu braten, ne? Aber sie in der richtigen Qualität zu finden, es so zusammenzustellen und über die Jahre hinweg gleichbleibend so abzuliefern wie hier in einer Frische und Qualität, wie es wirklich selten ist, das ist die Herausforderung. Mit ein bisschen Sauerkraut. Boah, das ist auch so geil. Das ist schön mit Speck in Scheibchen von dem Gasler hier unten. Riecht geil. Ja, schön saftig. Kartoffelpüree oben drauf, ein bisschen Sauerkraut dazu, ein bisschen ABB-Senf. Und da haben wir wieder the perfect bite. Mmh. Hier drüben liegt noch das ein oder andere Scheibchen Leberkäse. Von der Konsistenz und seiner Machart her ist der absolut gelungen. Knusprige Haxe. Super geil und knusprig. Und Schwarte. Ein schönes, saftiges Stück Haxe unten drunter. Super knuspriges Stück Schweinehaut oben drauf. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Innen super saftig und juicy und außen so brutal knusprig wie hier. Zusammenspiel aus Qualität, Vorbereitung und dem passenden Ofen. So viel kann ich verraten. Ich wüsste nicht, wo du in Düsseldorf noch so eine Haxe kriegst. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Euer Lieblingshaxen-Spot in Düsseldorf. So eine fette Schweineschwarte hier außenrum, ne? Und sich hier drin quasi vom Muskel ein bisschen was runterholt. Von dem geilen, gepökelten Schwein. Ein schönes Eisbein, tolle Farbe. Es riecht hervorragend. Dazu schönen scharfen ABB-Senf. Das ist das, was du bekommst, wenn du dir Brauhausessen vorstellst. Und meiner Meinung nach haben die sie auf die Spitze getrieben. Die machen das schon so viele Jahre lang, ne? Dass sie einfach auch erkannt haben, was kommt gut an bei den Gästen, was nicht so gut. Die sind nach vorne ausgerichtet, die kümmern sich um ihre Gäste, die hören auch mal rein, ohne die Traditionen zu brechen. Ne? Und das Ding hier, ihr könnt euch auch nicht vorstellen, Touristenscharen hier manchmal reinlaufen, ne? Und tischeweise von diesen Platten hier rausgetragen werden. Einfach nur geil. Alle machen Fotos, alle freuen sich. Das wird sich das Team jetzt noch genehmigen. Wir werden schön gemeinsam speisen, so wie ich es mag. Und danach sind wir schon unterwegs zum nächsten Spot. Auf jeden Fall ein Highlight unserer Tour. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo, da unten ist die Abo-Box. Kostet nichts und schmeckt gut. Nach dem opulenten Mahl geht's jetzt ganz hoch hinaus. Cuomo, Asian Fusion Fine Dining Kitchen. Ich sag mal so, das ist natürlich die logische Schlussfolgerung. Nach dem Rustikalen kommt das Feine. Komm. Leute, ihr seht's, ich hab's nach oben geschafft. Ich sitz auf der Plattform. Der Turm dreht sich natürlich. Ne? Du hast eine mega geile Aussicht. Ich überlasse dem Küchenchef jetzt mal die Wahl. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Sushi und Sashimi. Es sieht überragend aus. Guck mal, wenn der Küchenchef schon mit nach draußen kommt. Ne? Vielen, vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Ja? Gerne. Leute, ich kann jetzt schon sagen, ne, wenn ihr Hospitality mögt und dass sich jemand um euch kümmert. Leute, ihr seht's ja. Damit es hier die perfekten Aufnahmen für euch gibt und damit ihr mich nicht auch seht, haben wir natürlich das Licht ein bisschen geändert. Und der Kollege hält jetzt da ein Licht fest. Ne? Also wundert euch nicht. Zeigt den Kollegen. Also das Team mit vollem Körpereinsatz dabei, damit wir euch das hier präsentieren können. Das ist Sushi, ne? Das sieht doch schon komplett geil aus. Wolfsbarsch, Dorade, Makrele, Gelbschwanzmakrele. Einfach stark. Und ich bin super gespannt auf die Jakobsmuschel. Super fest vom Fleisch. Das sehe ich schon, die ist glänzend. Und glaub mir, sobald diese Jakobsmuschel auch nur einen Tag alt ist, ne, willst du sie nicht mehr essen, die riecht komisch. Ne? Und die ist einfach komplett geruchsneutral. Das heißt, absolute Frische. Oh wow, super süß. Ganz, ganz tolles Mundgefühl. Bombig. Schöne kleine Nigiris. Hier macht jemand Sushi, der kennt sich aus. Einfach ein bisschen Soja, einmal kurz gedippt. Und ihr seht, das hält, ne? Das fällt nichts runter. Ist einfach bombisch. Dann geht's weiter mit Thunfisch. Eine brutale Farbe,
hervorragend. Aber es ist nicht wunderschön. Und dann schauen wir mal in die California Roll. Allein schon mit diesem frühlingsrollen Knusper, den er außen rum hat, ne? Geil. Du hast noch was Schönes? Noch was Schönes. Naja. Schokokuchen. Ja, natürlich Schokokuchen. Ja, ja, klar. Er hat gesehen, es sind noch ein paar Zentimeter Platz gewesen auf dem Tisch, ne? Da fehlt natürlich ein schönes Schokoküchenlein noch dazu. Fusion ist hier auf jeden Fall angekommen, kann man gar nicht anders sagen. Das ist halt so dieses klassische Neben der Moderne, ne? Und das mag ich schon sehr. Neben dem ganzen Sushi, gehackte Entenhaut, Entenstückchen. Klingt auf jeden Fall wie Musik in meinen Ohren. Ah, geil. Guck mal allein, wie schön diese Avocado geschnitten ist. So, das kennt man tatsächlich auch nur von japanischen Knife Skills, ne? Wenn die japanischen Chefs Koriander, Tomate, Zwiebeldressing, Avocado dazu. Einfach stark, durchdacht, Avocado on point gereift. Das hier ist einfach geil. Wow. Ja, einfach. Du hast leckere Böhnchen. Tolle Beilage. Genauso wie das Kartoffelpüree mit Trüffel. So super weich und fluffig und vor allem auch eine mächtige Portion. Ne? Also Fine Dining und Mini-Portion, ich werde nicht satt, kannst du hier vergessen. Ne? Also hier, die geben Gas. Viel mehr brauchst du nicht. Ne? Damit kannst du dich mit einer Schüssel Trüffelpüree einfach auf die Couch gesetzt und hier wie ein Lolli. So. Trüffelpüree muss, auch wenn ihr nur Sushi esst, bestellt euch einfach ein Püree dazu. Schokoküchlein, man kennt's. Wenn er das extra noch hinterher gebracht hat, dann ist er sich sicher, das muss er probieren. Natürlich, Lava Cake, Eis und heiß. Boah, ist einfach nur Bombe. Mmh. Erdogan, hörst du mich? Erdogan. Also, nach dem Schokoküchlein ist vor dem Schokoküchlein die Asian Brownie. Ich glaube, die saure Kumquats passt hervorragend zu dem Brownie. Mit ein bisschen weiße Schokolade, ein bisschen von dem Gel dabei. Und schon haben wir wieder the perfect bite. Da ist er. Der Koch, eigentlich will der, dass du einmal mit dem Löffel durchgehst und dir alles gleichzeitig reinhaust. Das ist der Trick dahinter. Wie du das zu Hause anrichtest, damit es hübscher aussieht. Aber so essen wie zu Hause darfst du es auf jeden Fall. Bei Schokokalypse. Und hier haben wir eine Himbeer-Creme Brûlée. Der nette Küchenchef sagte, es schmeckt ein bisschen wie ein Fruchtzwerg. Wow, geil, hast du gesehen? Dieser satisfying Moment, wenn du so den Zucker durchcrackst. Das ist ein Himbeer-Fruchtzwerg. Aber der beste, den ich je gegessen habe. Also, wenn ihr auf Fruchtzwerge steht, hier oben drauf gibt es Mango, Tapioca. Beim Gläschen essen gilt auch Folgendes. Einfach nach unten durch. Auch wenn es wild aussieht. Aber genau das ist das, was der Koch will. Wow. Top durchgestylter Laden. Ein bisschen Understatement sogar. Die gehen locker mit dir um. Ist nicht überkandidelt. Keiner hat mich hier angequatscht, weil ich mit der Jeans reingelaufen bin, obwohl hier Menschen im Anzug sitzen und im Abendkleid. Und dann kriegst du einfach abgeliefert. Ne? Und der Chef sagt ja, die haben 18 Leute in der Küche. Das merkst du auf jeden Fall. Ich sag's euch, unbedingt, unbedingt einen Besuch wert. Das Ding hier ist auf jeden Fall der Knaller. Warte, ich muss noch ein Bäuerchen machen. Grüße gehen raus an Katar. Ihr seht einen super glücklichen Bernd. Einen vollgefutterten Futur-Bernd, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall jetzt langsam satt. Glücklicherweise habe ich ein riesiges Team mit mir. Leute, wenn ihr mehr Bock auf solche Videos habt, dann solltet ihr wissen, dass immer zum ersten jeden Monats kommt ein neuer Cinematic Food Guide raus. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr solltet auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Hier unten ist ein schönes Herzchen, es kostet nichts und es schmeckt gut, wenn ihr abonniert. Das haben wir heute festgestellt tatsächlich. Ja, und wenn ihr mehr Videos mit mir sehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall hier unten klicken. Und wenn ihr mehr Cinematic Food Guides wollt in Zukunft, klickt ihr hier oben.